Was geht ab, meine Aussie-Fighto Sarubia, und ich war gerade dabei, auf die neue Dokkanau-Episode zu warten, um zu wissen, welchen Eller wir bekommen werden. Und was macht Dokkan Battle JP, die Twitter-Page? Sie spoilern einfach quasi ihre eigene Show, ihr eigenes Spiel und drücken einfach die Infos und Details zu dem neuen LR raus. Einen neuen GT-Boss-Leader LR Super 17. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Was ich jetzt machen werde, ist folgendes. Ich werde gleich auf die Animation von ihnen reagieren, sowohl als auch euch natürlich die Infos und Details bezüglich dem geben, was er drauf hat, den Übersetzungen. Und ich denke, ich werde aber trotzdem den Part aus der Dokkanau-Episode, meine Reaktion, in dieses Video verpacken. Eine Sache, bevor wir das Ganze machen, und zwar auf dem Let's Play-Kanal, Links in der Beschreibung, Osoru Nachts, sind wir kurz davor, die Storm 4-Reihe zu beenden. Lasst mich gerne in den Kommentaren Spiele wissen, die ich spielen sollte, die ich Let's Playen sollte. Droppt einfach ein paar Games, Freunde, ich werde dann das Ganze sammeln. Entweder sind auch ein paar Games da, die ich schon im Kopf habe, die ich so oder so Let's Playen wollte, oder ich erstelle eine neue Liste und mache eine neue Umfrage quasi. Deswegen diesbezüglich wisst ihr Bescheid, Links in der Beschreibung. Und zum einen freut es mich natürlich, dass ein LR Super 17 ist, ja, und das Ding ist aber, wie ich es schon sehe, ist er ein Standalone Super 17. Also keine Transformation oder so, finde ich schade. Klar, wir haben Name Change Update, aber so gesehen können wir dann trotzdem den Issei Super 17 nicht mit ihm in der Rotation spielen und linken. Also sie linken sich quasi nicht, weil sie gleich heißen. Finde ich schade, Missed Opportunity. Sie haben das hier quasi das, was ich meinte mit der Hommage, so wie bei der Super Saiyan Goku GT und Super Saiyan Vegeta GT Karte, haben sie ihn einfach in den Hintergrund hier, was soll ich sagen, ja, Hellfighter 17 und Android 17 GT reingeklatscht. Finde ich vorab schon mal ein bisschen schade, aber lasst erstmal die Animation angucken und dann gucken wir uns auf jeden Fall auch an, was der Kerl drauf hat, weil ihr wisst, dass ich super Geld sehen mag. Let's go, Freunde. Lasst mich im Endeffekt wissen, wie ihr das Ganze empfindet, dass wir ein LR Super 17 bekommen. LR Super 17 erscheint, by the way, am 20.05. ab 8.30 Uhr morgens unserer Zeit, sowohl für JP als auch für Global. Oh, die OC ist geil. Self Key. Oh, richtig cool, richtig cool. Der Angriff ging mir bei Tenkaichi 3 so auf die Nerven. Die OST-Skull. Active Skill. Oh mein Gott. Ja, geil, geil, geil. Oh mein Gott, sein Active Skill. Oh, sein Active Skill habe ich gefühlt. Oh, sein Winning Screen. Gut, Freunde, Shoutout hier an der Stelle an Goresh für die Übersetzungen. Und zwar hat Super 17 folgendes drauf. Extreme Tech Typus gefällt mir auf jeden Fall. Ist ein GT Bosses oder Android Seeder Kategorie. Beziehungsweise dieser gibt der Key plus 4 HP Attack und Defense 150%. Ich fühle euch an, Dokkan Battle, wenn ihr schon GT Bosses raushaut als ersten Leader, wieso gebt ihr nicht direkt 170%? Key plus 4 nehme ich auf jeden Fall an, aber 170% wären schon geil gewesen. Auf den Angriff, sage ich mal, zumindest Angriff und Defense oder HP, was auch immer, oder auf alles. Egal. Mit der 12 Key tut der Angriff für eine Runde erhöhen, macht Colossal Damage und tut die Verteidigung des Gegners senken. Mit der 18 Key macht er Mega Colossal Damage und tut greatly die Verteidigung des Gegners senken. Passive Skill, auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 170%. Das ist schon, das ist richtig viel für einen LR. Also ist gut. Da bekommt er zusätzlich weitere, Attack und Defense 17% pro weiteren Androids Kategorie Charakter in der Runde, in dem angegriffen wird. Außerhalb von ihm selbst. Also er kann dann bis zu 2x 17% bekommen. Aber es ist ein Pro-Android-Kategorie-Charakter. Okay. Ja, deswegen. Siehst du, klar, es ist ein Android-Seeder, so ist es nicht. Da kann man GT-Boss im Mix-Up mit Androids spielen. Aber es wäre viel geiler gewesen, wenn er einfach Transforming wäre. Weil dann könntest du Issei Super 17 mit ihm in der Rotation spielen. Ich verstehe das nicht. Why? Dann bekommt man zusätzlich Additional Attack und Defense 17% pro Target-Goku-Kategorie-Mitglied. Oder Verbündeter in derselben Runde, in dem angegriffen wird, außerhalb von ihm selbst. Target Goku dann auch noch, alles klar. Und dann bekommt er zusätzlich weitere Attack plus 17% und eine 17%ige Damage Reduction, nachdem er einen Angriff bekommen hat. Am Ende dieser Runde für 3 Runden. Okay.
Und er bekommt eine High Chance, Ki plus 1 zu bekommen. Eine High Chance einfach. Wieso nicht der Ki plus 1? Jedes Mal, wenn er einen Angriff bekommt, bis zu Ki plus 7. Active Skill kann man aktivieren, nachdem er 7 oder mehr Angriffe während eines Kampfes bekommen hat. Macht Ultimate Damage und senkt Angriff und Verteidigung um 17% für eine Runde des Gegners. Link Skill Android Assault, Fear and Fate, Artificial Life Orb ist die Kategorie, also sie kommt runter. Android Assault, Fear and Fate, Fuse Fighter, Nightmare GT, Fierce Battle, Legend Power. Schon wieder kein Big Bad Bosses für Super 17 oder was? Kategorie GT Boss Androids Artificial Life Form Target Goku Inhuman Deeps Power Absorption. Also ihr müsst eins verstehen, es ist sehr früh am Morgen. Ja, nämlich 3:30 einfach, bevor quasi die Dokkanau Episode gedroppt ist. Mich haut er überhaupt nicht vom Hocker. Also klar, er wird auf jeden Fall offensiv und defensiv sehr viel drauf haben, weil er einfach direkt Attack und Def 170% hat und dann noch bis zu viermal Attack und Def 17% zusätzlich bekommen kann. Zusätzlich, das heißt, es sollte separat kalkuliert werden. Je nachdem halt, wenn in. Aber dafür müssen halt die Charaktere, die mit ihm in der Rotation sind, sowohl in der Angels-Kategorie sein, als auch in Target Goku. Oder halt in 1 von beiden bekommt er jeweils immer nur 17%. Also, wenn man die komplette Passfahrt hat, auf jeden Fall gut was drauf. Und dann bekommt er nochmal zusätzlich 17% und dann 17% Damage Reduction. Okay. Und er kann bis zu 7 Key aufbauen. Das ist auf jeden Fall auch geil. Ich verstehe nur nicht, wieso sie eine High Chance geben, dass er Key aufbaut. So, keinen Sinn. Super 17 habe ich nämlich so im Kopf, dass er einfach Angriffe absorbiert bekommen und dadurch wurde er buff, buff, buff. Das haben sie ein bisschen eingebaut hier, so ist nicht. Was, okay, das Ding ist, hä? Okay, wenn, ich weiß, mich haut irgendwie komplett überhaupt nicht vom Mocker, also als GT-Bosses-Leader. Als Android sind ja natürlich alles schön und gut, kann man machen. Boah, wieso hat er keinen Big Bad Bosses? Wieso? Ich zeige euch mal, welche Charaktere Big Bad Bosses haben. So, Freunde, kennt ihr diesen Charakter? Tech Super 17. Das ist ein Super 17, der von SR Hellfighter 17 entsteht. Man kann ihn Dokkan Awaken. Und das ist einer, der von Android 17 GT entsteht. Ein SR-Charakter hat einfach Big Bad Bosses. Weder der Dokkan Fest Super 17 hat Big Bad Bosses, noch der LR. Also ich fliehe euch an, was soll der Käse. Also ich weiß, Freunde, wie gesagt, mich hat es nicht so vom Hocker gehauen. Wir gucken gleich noch in die Dokkanau. Und ihr bekommt gleich noch meine Dokkanau-Reaction. Lasst mich aber auf jeden Fall mal wissen, wie ihr LR Super 17 findet. Ich werde dem Ganzen auf jeden Fall einen Versuch geben. Weil es mein Boy LR Super 17 ist oder Super 17 halt. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das in seinem. Was soll auch sein Artwork an der Stelle? Warum zur Hölle klatscht ihr einfach Android 17 GT und Hellfighter 17 GT in seinen Background? So als Hommage. Richtig geil. Die kommen nicht in seiner Active-Skill-Animation vor. Das ist kein Transforming-Unit. Es ist keine Unit-Super-Deck-Unit oder so. Also Unit-Super-Deck würde natürlich am wenigsten Sinn machen. Aber bei Unit-Super-Deck-Charakteren ist ja auch der Charakter im Hintergrund so. Und auch ganz ehrlich mit dem Super 17. Also wie ist er bitte designt? Wie ist er designt? Er ist einfach... Er ist einfach ein GT-Boss-Leader, um einfach ein GT-Boss-Leader zu sein. Ein Summonable. Also vom Design her hat er mit einem GT-Boss-Setup gar nichts zu tun. Ich bin sprachlos über sein Design. Sein Design ist echt schlecht. Wie gesagt, er wird sehr gut sein. Offensiv, defensiv wird er einiges drauf haben. Aber sein Design ist grottenschlecht für das, was er sein sollte. Er hat nicht mal Big Bad Bosses, Leute. Und seine SSR-Version haben das. Oh je. Was geht, Boy? Ah ja. Ah, auf Japanisch. So, jetzt auf Englisch. Sorry. Hi everyone, this is Show, Legend producer Show. Of the global version of Dragon Ball Z, Dokkan Battle. Thank you for playing. Ah ja, stimmt. Das kommt ja noch auf Global erst jetzt. Stimmt. Hiro Ise, Leute, annehmen. Ise-Pan gibt's auf GP nämlich auch schon. Kommt auf Global jetzt auch noch. Ja, das kann man, by the way, einmal in der Woche machen. Ihr müsst die Stage einmal in der Woche machen. Ihr verbraucht 130 Stamina. Und ihr braucht natürlich gewisse Charaktere, also die ihr vorbereiten müsst, auch 100% haben müsst. Free-to-Play-Charaktere sind das. Der 8-Bit Goku und Vegeta, wenn mich alles täuscht, sind zum Beispiel dabei. Und so fort. Sehr Great Saiyaman Trunks und so fort. Und einmal eine Woche das machen, richtig. 130 Stamina verbraucht ihr da. Und darüber sammelt ihr die Medaillen, um sie Extreme Z zu awaken. New Character Info. LR Super Müll 10. Achso, warte mal. Oh mein Gott. Leute, ich bin so im Schlaf. Ihr habt die Hälfte ja gar nicht gesehen.
von den Untertiteln. Sorry. Das ist jetzt eine globale Version, by the way, also. Japanisch haben wir es schon lange geschaut gehabt. Sein Active Sing gleich. Bam. Na komm, bestimmt gleich. Super 17号です。 Ja, es kommt auf Global und JP zeitgleich. Artwork. Artwork ist schon nice, dein Artwork ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt die Fähigkeiten. Das ist Nika drüben. Er hat einfach gar keinen Sinn, dass er GT-Bosses Leader ist. So, er hat überhaupt keine Interaktion mit der Kategorie durch die Passive. Aber wie gesagt, seine Pass ist krass, Leute. Seine Pass ist krass. Also, wenn er seine komplette Pass hat als LR. Das ist ein hoher Boost auf Angriff von Verteidigung. Versteht mich diesbezüglich nicht falsch. Ja, er wird gut sein, auf jeden Fall, aber vom Design her. Weiß nicht, ey. Also, Digga, hätte ich das in der Hand, hätte ich. Transforming. Ich kann nicht mal mit AGL Super 17 in der Rotation spielen, Mann. Mit dem Easy, ey. Why? Warum? Wer hat sich da hingestellt? Und oh mein Gott, ey, wo hast du mit meiner Facecam? Ich bin überfordert gerade beinahe. Ihr seht nicht mal sein Artwork gescheit hier. Ihr habt es gerade gesehen, egal, passt schon. Oben rechts, ich hätte mich oben rechts hinstellen sollen. Passt schon. Vorhin habt ihr sein Artwork gesehen, schön mit sich. Früh am Morgen, sorry. Nobody can beat me when I'm Super 17. Ja, nicht mal Big Bad Boss zu. Prepare to die, was? Kein BBB, was tut mir das? Ja, kakkoi desu ne. Boku o oizumeta ano shin, natsukashii desu ne. Kono aktive skill wa battle chuu 7 kai ijou kōgi o ukeru to 1 kai hatsudou kanō de. Zumindest hat das mal einen Zusatz, ne? Macht nicht nur Ultimate Damage, hat auch einen Zusatz. Aber auch wenn es so 17% sind, das sollte, also sollte nochmal mehr Boost haben als ein Active Skill ist. Und das sind nicht wirklich 17%, denke ich, sondern ein Ticken mehr. Jawohl, Hash 1 Ding Summon. Okay, geil, ich werde für Super 17 auf jeden Fall Summon. Was haben wir heute? Release Mittwoch. Wartet. Ich denke, er kommt morgen oder übermorgen. Dann sammle ich für ihn auf jeden Fall. A new producer has joined. Ich. Damit mal die Charaktere mal richtig designt werden hier an der Stelle. Ich hätte sofort transformed den Segel. Was ist das? Einfach standalone. Kein Big Bad Boss ist. Oh Leute, kontaktiert mich, please. Ich helfe euch gerne bei Charakterdesigns. Oh, so ein Hals. Oh, was? Nein, Shoto ist raus! Einfach Shoto, ey. Keiner weiß. Nein! Nein, er ist raus! Was ist da los? Nein, Shoto! Nein, The Legend! Er war so cool! Also die Kampagne an sich ist echt gut, Leute. Nein, Shoto ist raus, nein! Shoto!
Das trifft mich einfach mehr als dieser Supermüll-Szenen. Nein, Shoto the Legend! So als wäre unser Lieblings-Anime-Charakter down gegangen, als wäre er besiegt worden. Ja, Kommentar hast du von mir schon bekommen auf Twitter, mein Boy. Design katastrophal. Oh je, oh je. Oh Mann, Shoto, why? Ah, Shoto, mein Boy, hau rein, Mann. Didi, Fallen Warrior, Leute. So viel zum heutigen Video, zu den News. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal mit den Voice Drops. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.